Hallo Leute. Hi, wir lösen jetzt unser großes Haha-Geheimnis auf. Haha. Und zwar, das war, dass wir, weil wir heißen ja Kartonfreaks und wir bauen sozusagen Wohnungen aus Karton. Also halt nicht so groß, aber schon auch echt. Also schon so vielleicht, also halt im Dachgeschoss bei meiner Oma, wie man die auch am Teppich vielleicht erkennen kann, dass der ein bisschen Oma-mäßig ist. Ja, genau. Und da haben wir so Dachböden und da bauen wir immer so Kartonsachen. Und ja. Schau mal, das hier ist zum Beispiel ein Regal. Das haben wir jetzt ausgekleidet, aber trotzdem, es sieht schon echt aus. Echt? Ja, echt. Also es sieht schon noch und hier Stromverbindungen. Das ist das Regal jetzt. Also ja. Das ist jetzt ein älteres Modell, vielleicht ja, ein Jahr. Modell, genau. Ja, doch. Ja, da liegt ja noch ein Brief drin. Ja, ist ein Gutschein für mich. 25 Euro, okay. Ja, und ja, das sind halt so sozusagen zum Beispiel Eisenbrüchstücke, aber es gibt auch eine Küche, die echt mit Wasser tut und die auch wasserdicht ist. Die können wir euch gleich zeigen, aber Fakt ist, wir müssen erstmal unseren Eingang aufräumen. Ja, ich zeig's euch. Ich wollte gerade einen Übergang machen, aber scheiß drauf und der war safe kacke, aber egal. Also das müssen wir jetzt alles wegräumen. Weg. Reingeguckt. Leute, also das ist ziemlich viel. Das ist vielleicht so 2 Meter hoch. Ja. Ein Meter 60. Ja, 1 Meter. Also das ist halt so ein... Okay, okay. Ja. Ja. Dann... Ja. Ciao. Bis gleich. Sorry, Leute, wir haben vergessen, das aufzunehmen. Ja. Viel Spaß beim Weitergucken. Wollte nur sagen. Jo, Leute, es ist was sehr Trauriges passiert. Unser Radio ist kaputt. Wir hatten es jahrelang, wenn du einfach noch ein Messer da vorne. Achso, ups, das haben wir zum Karton basteln. Ja. Oh mein Gott, es tut! Wir hören Musik! Irgendwie hat es gerade nicht mehr getan. Es kam. Vielleicht muss es erst ein bisschen warm laufen. Also Leute, das hier wird unsere Chill-Ecke, da legen wir dann so ein paar Babymatratzen hin und so, die haben wir halt. Und da holt Karina jetzt ein paar Nägel und nagelt da den Karton in die Wand rein. Und ja, nagelt sie halt rein und ich mache währenddessen mal wieder meinen Job, den ich immer mache. Und zwar aufräumen. Was sagt ihr zu dem freshen Regal? Beste Qualität.